Hallo, hier ist Markus Rapp. Ja, heute möchte ich ein ganz wichtiges aktuelles Video geben über geopolitische Entwicklung, auch endzeitliche Geschehnisse, nämlich die große totale Sonnenfinsternis am 8. April, am Montag in den USA. Und das ist nach dem biblischen Zeitplan und Kalender der erste Nissan, wie wir sehen werden. Und das ist der beginnende Monat des religiösen Jahres, wo auch das Passafest stattfindet. Und direkt am ersten Nissan, also dem ersten Tag des neuen religiösen Jahres Israels, ist diese totale Sonnenfinsternis. Und wir werden sehen, dass Gott redet durch die Zeichen am Himmel. Und wir wollen uns anschauen, dass das eine ganz besondere Sonnenfinsternis ist und dass an diesem 8. April eine ganze Reihe außergewöhnlicher Dinge zur selben Zeit passieren. Und dafür ist das Internet zurzeit voll von. Ich zähle sie jetzt mal kurz auf und wir werden sie in diesem Video uns anschauen, ausführlicher. Darum schau dir das gesamte Video an. Es wird hochinteressant und soll auch helfen zu wachen in dieser Zeit. Wir sollen die Zeichen der Zeit erkennen. Gib doch ein Like für das Video, damit es sich schnell auf YouTube verbreitet und abonniere auch meinen YouTube-Kanal, damit du künftig keine geopolitischen und auch gesellschaftsrelevanten oder inspirierenden Videos verpasst. Ja, am 8. April geschehen mehrere Dinge gleichzeitig. Und zwar, ich zähle sie mal kurz auf, CERN in der Schweiz, das Europäische Organisation für Kernforschung, wird seinen Teilchenbeschleuniger hochfahren und einen Testgang entwickeln, oder besser gesagt, sie wollen Atome aufeinanderjagen, um Antimaterie zu erzeugen. Ein völlig neuer Test, der bis zum 22. April gehen soll, was übrigens der 14. Nissan ist. Und das ist das Passafest. Und da wollen sie Antimaterie erzeugen. Ich werde darüber mehr sagen, es ist hochgefährlich, keiner weiß, was dabei herauskommen kann. Dann wird zweitens die NASA genau am 8. April drei Raketen in den Orbit schießen mit dem mysteriösen Namen APEP. Wir werden uns das anschauen, was dahinter steckt. Der Teufelskomet wird sichtbar sein am Montag bei dieser Sonnenfinsternis, der nur alle paar hundert Jahre auftaucht und auch das genau zu diesem Zeitpunkt. Und dann werden hunderte Milliarden Käfer, Zikaden, eine Heuschreckenart, auftauchen in nie dagewesener Quantität in den USA wie eine Plage. Und das hat es zuletzt 1803 gegeben. Und dann, als ob das nicht genug wäre, sind drei rote Kühe in Vorbereitung zur Schlachtung, um den dritten Tempel zu bauen und um eine Reinigung, die Gott vorschreibt, zu machen. Das hat das letzte Mal vor 2000 Jahren stattgefunden. Und viele, viele sagen jetzt, das sind keine Zufälle, sondern endzeitliche Geschehen. Also diese Sonnenfinsternis wird eine totale Sonnenfinsternis sein. Und sie wird, wie ich bereits gesagt habe, direkt stattfinden am 1. Nissan. Und hier sehen wir Gottes Kalender. Der Nissan ist der wichtigste Festmonat Israels, wo das Passafest stattfindet, das Fest der ungesäuerten Brote und die Erstlingsfrüchte. Und dann seht ihr 50 Tage später das Pfingstfest im Monat Sivan und dann der zweitwichtigste Monat im religiösen Jahr und nach Gottes Kalender ist der Monat Tischri. Ihr seht das unten, der siebte Monat, wo der Tag der Versöhnung ist, Yom Kippur, Fest der Trompeten und das Fest der Laubhütten. Also am 1. Nissan ist der 8. April und da ist die totale Sonnenfinsternis und am Passafest, dem 14. Nissan, das ist der 22. April, da ist übrigens der Sohn Gottes, Jesus Christus, gekreuzigt worden. Nicht an unserem traditionellen Karfreitag. Und darüber habe ich auch ein Video gemacht, das auf YouTube ist, ja, Gottes Zeitplan
und dass auch in der Urchristenheit nach Gottes Kalender das Passafest gefeiert wurde und das Abendmahl Jesu eingenommen wurde. In 1. Mose Kapitel 1, Vers 14, schon auf der ersten Seite der Bibel, spricht Gott, und Gott sprach, es sollen Lichter an der Wölbung des Himmels werden, um zu scheiden zwischen Tag und Nacht, und sie sollen als Zeichen und zur Bestimmung von Festzeiten, Tagen und Jahren dienen, und sie sollen als Lichter an der Wölbung des Himmels sein, um auf die Erde zu leuchten. Und es geschah so. Also Gott hat das Sonnensystem insbesondere gegeben, fast wie eine göttliche Uhr, in der wir leben, um Festzeiten zu bestimmen, um also zu zeigen, wann die Feste Israels auch von der ganzen Menschheit stattfinden sollen und gefeiert werden. Am 14. Nisan hat Moses Israel aus Ägypten geführt. Am 14. Nisan hat Gott durch Josua das verheißene Land angefangen in Besitz zu nehmen. Und wir sehen immer wieder, dass diese Zeiten von Gott festgesetzt sind, wo wichtige Ereignisse geschehen. Und Sonnenfinsternis wie am 8. April war in der Regel ein Warnungszeichen von Gott vor Gericht. Und wo immer wieder Erdbeben und schlimme Gerichte danach passiert sind. Und diese totale Sonnenfinsternis ist wirklich etwas sehr Besonderes. Und es sind endzeitliche Prophetien, die hier sich vor unseren Augen auch entfalten. Ich will mit euch einmal anschauen, wie diese Verlauf. Es gab eine Sonnenfinsternis 2017. Es hat nur etwa 15 bis 20 Sonnenfinsternisse in der Geschichte der USA gegeben. Und die letzte nicht totale Sonnenfinsternis war 2017, sie war fast total, ging nach dem Verlauf durch 7 Städte mit dem Namen Salem. Das war damals schon bemerkenswert, weil das ist der Ursprungsname von Jerusalem, der ursprüngliche Name, bevor es umgenannt wurde, die Stadt des Friedens. Salem ist Frieden. Und in dem Jahr 2017 hat Donald Trump Jerusalem im Dezember 2017 anerkannt als die Hauptstadt Israels und hat die amerikanische Botschaft nach Jerusalem verlegt. Und das war ein weltweites Zeichen, viele von euch werden es sicherlich auch erinnern, und hat sich hinter die Freundschaft Israels gestellt und sie bekräftigt wie kein anderer Präsident vor ihm. Er ist auch an die Klagemauer gegangen und hat dort ein Gebet hineingesteckt. Und im selben Jahr hat er den Abraham-Akkord, einen Vertrag abgeschlossen zwischen Israel und allen ursprünglichen Feinden wie Saudi-Arabien, Syrien und Nachbarländern für Prosperierung, für Wohlstand in der Region. Mittlerweile ist das unter der Joe Biden-Regierung alles zerstört worden und dieser Friede, von dem Salem spricht, in dem Jahr, wo Donald Trump Präsident war, ist mittlerweile zerbrochen. Und dann sehen wir die Sonnenfinsternis 2024, dass der Verlauf hier durch 7 Städte oder 6 Städte vielmehr von Ninive mit dem Namen Ninive ist. Und das ist, wovon das Internet voll ist. Jetzt weltweit wird das beobachtet. Und es geht auch durch eine Stadt mit dem Namen Little Egypt, kleines Ägypten. Und auch durch eine Stadt mit dem Namen Jona. Und Jona ging in die Stadt Ninive, um Buße zu predigen dem assyrischen König, denn das war die Hauptstadt von Assyrien. Und wenn sie nicht Buße tun von den Sünden und sich zu Gott bekehren, dem wahren Gott, dann wird die Stadt vernichtet werden. Und viele sagen, diese Sonnenfinsternis verläuft jetzt durch diese Region der Städte Ninive. Da gibt es nicht so viel in den USA. Und das ist ein Zeichen, dass Amerika an der Schwelle ist zur Zerstörung von Gericht. Und es wird auch in Verbindung gebracht mit der Wahl von Donald Trump. Viele, viele sagen, es ist die letzte Chance für die USA, noch einmal eine Buße und eine Hinwendung zu christlichen biblischen Werten zu schaffen. Und wenn das nicht passiert und Joe Biden einen zweiten Term mit seinen offenen Grenzen,
nach innen, nach außen, mit LGBT, mit der Zerstörung der christlichen Werte, dann wird Amerika unter schweres Gericht Gottes kommen. Und davon redet der Verlauf dieser Sonnenfinsternis. Und wir sehen, dass die 2017 und die 2024 sich wie ein Kreuz überlappen in den USA. Also das ist beachtlich. Und wir sehen also hier, dass das, was 2017 prophetisch geschah, dass Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt wurde, 2024 ist ein Szenario des Gerichtes über Ninive. Und das ist der Vergleich mit Israel. Eine zweite Sache, die am 8. April 2024 beginnt, also hier gibt es schon Symbole seit letztem Jahr, also es ist bekannt, diese Überkreuzung der USA mit zwei Sonnenfinsternissen. Ein zweites Ereignis ist, dass CERN angeschaltet wird und dass ein Sturm beginnt. Und hier etwas geschieht, was bisher so in CERN noch nicht gemacht wurde und ist ja der größte Teilchenbeschleuniger der Welt, übrigens auf einem Boden von Apollyon, dem Zerstörer. Aus römischen Zeiten war dort ein Tempel für den Gott Apollyon, der ein Gott des Chaos und der Zerstörung ist. Und darauf wurde CERN gebaut. Und jetzt soll ab dem 8. April, interessanterweise bis zum 22. April, das ist der erste Nissan, bis zum 14. Nissan, wo das Passafest ist, soll dieses Vorhaben laufen und es soll Antimaterie geschaffen werden und ein schwarzes Loch. Und keiner weiß, was dann passiert, weil schwarze Löcher saugen ja alles auf, saugen die Umgebung auf. Es wird als sehr, sehr gefährlich gesehen und es soll ein Portal sein, auch für Dinge, die hineinkommen oder herausgehen. Also ein Portal auch in Multiversen, in andere Bereiche des Universums. Hier sehen wir CERN, den Kreis, auf dem Gelände eines römischen Gottes der Zerstörung des Chaos. Ist das ein Zufall, dass am 8. April dieses Projekt beginnt und genau bis zum Passafest läuft? Ich glaube kaum. Hier sehen wir, es ist in Englisch leider, ich habe es auf Deutsch nicht gefunden, weil sich kaum jemand im deutschsprachigen Raum damit bisher beschäftigt. Es ist darüber nicht so viel Information, darum mache ich das Video. Ein großer Teil von CERN ist lokalisiert in dem Gebiet von Saint-Germain-Genis-Pouilly. Zu römischen Zeiten wurde es Apollyacum genannt. Die Stadt und der Tempel waren Apollyon, der ist auch in der Offenbarung, als der Zerstörer erwähnt. Das ist das Haus von Shiva und Horus. Apollyon, der Zerstörer, hat die Schlüssel zu dem Abgrund der Hölle. Also ist das ein Zufall, dass CERN auf diesem Boden gebaut wurde von Apollyon, der also die Schlüssel in das Totenreich hat? Und er wurde König über sie und ist der Engel der Grube, die in den Abgrund der Hölle führt, ja, oder des Totenreiches. Sehr, sehr interessant. In Offenbarung Kapitel 9, Vers 1 bis Offenbarung 2, 11 wird das beschrieben. Also was passiert hier in CERN? Es soll die sogenannte Gottmaterie, die Gottpartikel, erschaffen werden durch das Zusammenstoßen von Atomen. Und das ist bisher noch nicht gelungen und soll ab dem 8. April bis zum 22. jetzt geschehen. Also das ist schon unglaublich. Und dann wird ein Portal geöffnet, Antimaterie, ein schwarzes Loch. Und der Direktor von CERN, der Forschungsleitung, hat gesagt, dadurch können fremde Dinge hineingelangen in die Erde. Ich zeige euch das gleich nochmal. Interessant ist das Logo von CERN oder CERN und ihr seht also diese komischen Sechsen, drei Stück, die miteinander also in Beziehung stehen. Und 666 lesen wir in Offenbarung Kapitel 13, die Herrschaft des Antichristen. Ist das ein Zufall, dass CERN
der größte Atomteilchenbeschleuniger, der also die Anfänge des Universums, die Antimaterie erschaffen will, ein schwarzes Loch öffnen will, dass es das Symbol 666 hat und dass es am 1. Nisan, an dem Tag der Sonnenfinsternis, jetzt gestartet wird, das neue, nie dagewesene Projekt. Vor CERN oder CERN steht Shiva, steht hier dieser Gott, der aus Indien importiert wurde, und sie tanzt mit dem Feuer. Und es gibt eine Plakette darunter, die sagt, genau das gleiche will CERN auch, dass die Materie miteinander tanzt und auch dieser Gott ist, das ist übrigens die Himmelskönigin, in der Bibel immer wieder gewarnt, unter vielen Namen Astarte, ja, Isis, schon vom Babylonien her die Himmelskönigin. Und ihr seht, auch dieser Kreis bildet ein Portal, durch das ein Abgrund geöffnet werden kann, gefallene Engel. Und das ist genau der Umriss von CERN. Sind das Zufälle? Könnt ihr euch selbst beantworten, schreibt das in euren Kommentaren gerne. Hier ist, was der Direktor der Forschung sagt. Etwas mag durch diese neuen dimensionalen Türen kommen. Aus dieser Tür kann etwas hervorgehen, aber auch etwas kann durch diese Türen, die wir öffnen, hineinkommen. Sergio Bertolucci, Direktor der Forschungs- und wissenschaftlichen Abteilung von CERN. Ja, also hier wird wirklich mit dem Feuer gespielt und das beginnt am Montag. Eine weitere Sache, die wir sehen, die passiert, ist, dass die NASA eine Mission startet. Ihr könnt das auf der NASA-Webseite genau euch anschauen, auch am 8. April, am selben Tag, dem 1. Nisan, wo die Sonnenfinsternis ist, startet die NASA 3 Raketen mit dem Namen APEP-Mission. Und APEP könnt ihr googeln, das ist ein Gott der Antike von Chaos und Zerstörung. Und das ist der Name der NASA-Mission. Eben auch hier Forschungssatelliten und Entwicklungssatelliten in den Orbit zu schießen am 1. Nisan, am 8. April, während die Sonnenfinsternis ist. Sind das Zufälle, dass das am selben Tag passiert, unter dem Namen APEP? Hier habe ich für euch einmal das gezeigt, der altägyptische Gott Apophis, auch Apep genannt, ist die Verkörperung von Auflösung, Finsternis und Chaos und zugleich der große Widersacher von Maat, der Tochter des Sonnengottes Ra. Ja, also Sonnenanbetung war bei den Babyloniern der Hauptgott und die Himmelskönigin ging damit Hand in Hand. Ja? Und hier sehen wir unten also den Namen Apep in verschiedenen Schrifttypen. Und das ist die Schlange. Und hier eine Katze will der Schlange den Kopf abschlagen. Vielleicht liebe ich deswegen Katzen so sehr. Habe ich mir scherzhaft gedacht. Die Katze will dem Schlangengott Apos den Kopf abschlagen. Das hat Jesus Christus schon getan. Er hat der Schlange Satan den Kopf zertreten. Aber solange er noch nicht wiedergekommen ist und das Endgericht kommt, ist Satan immer noch der auf der Welt wütet durch dämonische Mächte und gefallene Engel. Also APEP ist die Mission von NASA. Hier sehen wir weitere Bilder von APEP. Ein weiteres Ereignis ist der The Devil's Comet, der nur alle paar hundert Jahre überhaupt so nahe kommt und er ist während der Sonnenfinsternis zu sehen und da. Ist das ein Zufall? Also wir sehen hier gigantische geistliche Kämpfe in diesem Jahrzehnt, besonders jetzt von 2024 bis 2030, wo ja auch die Agenda des Weltwirtschaftsforums, Agenda 2030, die ganze Welt unwiederbringlich verändern will in allen Bereichen. Und dieser Komet hat also die Größe des Mount Everest. Ich würde sagen, das ist ziemlich groß. Also der Mount Everest ist gigantisch, der größte Berg der Welt. Und er erreicht den Orbit der Sonne nur alle 71 Jahre. Er kommt erst wieder 2095. Eine weitere Sache,
die es seit 1803 nicht mehr gegeben hat, sind Zikaden, eine Heuschreckenform, die zu Trillionen, wird in den USA gesagt, aus dem Erdboden herauskommen wird. Ihr seht das hier. Das sind unzählige hunderte Milliarden dieser Heuschrecken, die eine nie dagewesene Plage, oder besser gesagt in unserer Generation, in unserer Zeit, das letzte Mal 1803, die werden hervorbrechen jetzt im Monat Nisan. Und das kann auch schon am 1. Nisan passieren und in den kommenden Tagen. Also all diese Dinge passieren jetzt gleichzeitig. Und die Heuschrecken waren ja eine Plage in Ägypten. Ja, im zweiten Buch Mose. Sie gehören zu den 10 Gerichtsplagen, wo Gott falsche Götter Ägyptens mit 10 Plagen gerichtet hat. Und das ist die größte Zikada oder Zikadenplage mit Z auf Deutsch geschrieben, Zikade, könnt ihr googeln, Heuschreckenplage seit 1803 in den USA. Als ob das noch nicht genug wäre, im Monat Nisan 2024 haben wir noch eine Sache und das kann sogar die gewaltigste sein. Und zwar, dass in Israel mittlerweile 4 rote Kühe sind, die weltweit sehr, sehr selten sind und die makellos sein müssen, ohne ein nicht rotes Haar am ganzen Körper, damit sie geschlachtet werden können für das Passafest, um den Wiederaufbau des Tempels Gottes in Jerusalem einzuleiten. Und mittlerweile gibt es 4 solche roten Kühe, die ungefähr 3 Jahre alt sind. Und sie dürfen nicht viel älter als 3-4 Jahre alt werden, weil sie sonst andere Haarfarben ausbilden und dann disqualifiziert sind. Auf diese roten Kühe darf nie ein Joch gelegt worden sein, sonst sind sie disqualifiziert. Sie dürfen nie gearbeitet haben, sonst sind sie disqualifiziert. Und ihr könnt das in der Bibel nachlesen. Im Englischen heißt das The Red Heifer, also die roten Kühe wurden genutzt, um den Tempel und auch die Priester zu reinigen. Hier sind diese roten Kühe in Israel. Und viele sagen sogar, ich habe das eben gerade gezeigt, dass der Gaza-Krieg, der Ausbruch, dass Hamas Israel angegriffen hat, mit dem Schrecken vor den roten Kühen zusammenhängt, dass Israel die Wiederkunft ihres Messias wieder einläuten will und dass es die führende Weltmacht werden will als Haupt der Nationen. Aber dieser Messias wird ein falscher Messias sein, weil er ist gekommen. Jesus Christus, der Herr, vor 2000 Jahren. Aber die Mehrheit der Israeliten hat ihren Messias, Jesus Christus, nicht erkannt, der in 200 Verheißungen des Alten Testaments vorausgesagt wurde. Und jetzt wollen sie den dritten Tempel bauen und das geht nicht ohne das Opfer der roten Kühe. Diese roten Kühe sind nur neunmal geopfert worden in der gesamten Geschichte Israels seit Moses. Und das wird jetzt das 10. Mal sein. Das 9. Mal war zur Zeit von Jesus Christus, als der zweite Tempel von Herodes noch stand, der 70 nach Christus vernichtet wurde. Also die Hohenpriester sind wieder eingesetzt in Israel, der Sanhedrin, also die geistliche Regierung, die es zur Zeit Jesu gab, die dann aufgehört hat zu existieren. Die Bundeslade, die Leuchter, der Opferaltar, alle Dinge hat das Temple Institute mittlerweile in Jerusalem vorbereitet für den Aufbau des dritten Tempels. Und jetzt kommt etwas Gewaltiges. Netanyahu, der Präsident Israels und die Regierung hat zugestimmt, dass die roten Kühe jetzt geopfert werden können für die Vorbereitung des dritten Tempels in Jerusalem. Und sie müssen es bis zum 22. April 2024 tun. Also das ist dieser Nisan. Und wenn das geschieht, dann wissen wir, dass die Wiederkunft Jesu kurz vor der Tür steht und auch das Endgericht über die Nation und die Vorbereitung der globalen Herrschaft des Antichristen. Das ist, was wir jetzt beobachten und was endzeitliche Geschehen sind. Hier seht ihr das Opfern der roten Kuh vor dem Tempel Jerusalems vor 2000 Jahren.
Und der dritte Tempel ist überall an vielen Stellen der Bibel verheißen. Und es wird das Zeichen sein, dass der Antichrist seine Weltherrschaft aufrichtet. Also wenn wir das geschehen sehen, dann dürften wir mit großer Wahrscheinlichkeit im letzten Jahrzehnt angekommen sein. Dieser dritte Tempel kann an zwei Orten aufgebaut werden. Hier sehen wir, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren von den Hohenpriestern und dem Hohen Rat Israels mittlerweile. Und das beobachten auch natürlich die islamische Welt, die christliche Welt mit großer Spannung. Der Tempel kann neu aufgebaut werden auf dem Tempelberg. Der ist riesengroß, der Platz ist groß genug, aber die Moschee Al-Aqsa der Moslems ist ein Hindernis, weil es ist auf dem Felsen aufgebaut, wo nach der Legende oder besser gesagt nach der Bibel der alte Tempel stand und das Allerheiligste war über dem Felsen, wo der Felsendom der Moslem steht. Und mittlerweile hat Israel viele Strukturen unter der Al-Aqsa-Moschee gebaut, darüber gibt es auch Videos auf YouTube, dass eine Erschütterung schon der oberen Strukturen ist und dass es möglich ist, dass sie zusammenbricht oder gesprengt wird. Und wenn das passiert, dass die Al-Aqsa-Moschee, das zweitwichtigste Heiligtum neben Mekka in Saudi-Arabien, in sich zusammenbricht, dann könnt ihr euch vorstellen, dass das weltweite Vorbereitung auch für einen dritten Weltkrieg hat, wo auch Israel glaubt, auch Netanjahu, dass das die Ankunft des Messias beschleunigen wird. Also all das sind unglaubliche Ereignisse. Der Konflikt um den Tempelberg ist seit 1967 nach dem Sieben-Tage-Krieg, wo ja Israel die Hälfte Jerusalems zurückgewonnen hat und auch Kontrolle eines Teils des Tempelberges. Und ihr seht hier, wie groß der Tempelberg ist. Es geht um Kontrolle. Und Israel beansprucht den Tempelberg als Gottesberg von Jahwe für sich und für den dritten Tempel. Aber es gibt noch einen zweiten Ort, wo Israel den dritten Tempel bauen kann. Und das ist Shiloh. Und da war das Zelt der Begegnung unter Moses und Josua. Und das ist ein genauso, fast genauso heiliger Ort, wo spekuliert wird, dass auch dort die rote Kuh geschlachtet werden kann und der dritte Tempel gebaut werden kann. Das ist ein zweiter, der einzige zweite mögliche Ort, wo das geschehen könnte. Also mit der Sonnenfinsternis und all diesen Ereignissen sind wir in unglaublich spannenden Zeiten. Und beantwortet doch selbst die Frage, ob der Montag, der 8. April, diese Sonnenfinsternis in den USA, die durch sieben Städte Ninive verläuft, als eine Stadt und ein Zeichen für Gericht. Und dass das genau am ersten Tag des biblischen neuen Jahres, religiösen Jahres, am 1. Nissan passiert, ob nicht Gott dadurch eine Warnung ausspricht für das ganze Volk Gottes weltweit. Jesus hat gesagt, beachtet die Zeichen der Zeit. Bevor der große, schreckliche Tag des Endgerichtes kommt, wird die Sonne sich verfinstern. Das ist übrigens in Matthäus 24, an vielen anderen Stellen. Die Sonne wird schwarz werden, ein schwarzes Gewand tragen. Also all das hier sind Zeichen, die wir beobachten müssen. Hier sehen wir, dass die Endzeitzeichen allein nur seit 2020 zugenommen haben wie nie zuvor. Alles in der Bibel berichtet. Wir hatten mehrere vier Blutmonde hintereinander. Wir haben Plagen wie die Corona-Krise, die heraufbeschworen wurde, wo eben, wie ich und viele andere glauben, Menschen gemacht. Wir haben Kriegsgerüchte auf der ganzen Welt vom Dritten Weltkrieg, wie wir das seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr hatten, dass der Dritte Weltkrieg kommt. Wir haben Krieg in der Ukraine, wo kein Ende in Sicht ist. Jetzt Krieg in Israel, im Nahen Osten, wo ein Dritter Weltkrieg daraus hervorgehen kann. Wir haben Dürreperioden, Erdbeben, Feuer, mehr und mehr. Also all das sind Zeichen eines Gerichtes. Und diese Dinge werden nicht besser werden, sie werden eskalieren.
Und wenn die antichristlichen Mächte eine Weltherrschaft formen und der dritte Tempel kommt, ihr Lieben, dann müssen wir unsere Häupter erheben, weil Jesus sagt, wenn ihr diese Zeichen nahen seht, erhebt eure Häupter, denn das Ende naht. Also schreibt doch eure Kommentare, was ihr dazu denkt, die Sonnenfinsternis am CERN, was jetzt dort passiert, auf dem Gelände von Apollyon, Antimaterie, ein schwarzes Loch zu schaffen, diese APEP-Mission der NASA, die größte Heuschreckenplage seit 200 Jahren, all diese Dinge, der Devil's Komet, der zur gleichen Zeit dort ist bei der Sonnenfinsternis, und dann die roten Kühe, die jetzt in dem Zeitfenster bis zum 14. Nissan, das ist der 22. April, geschlachtet werden müssen, weil sonst wird es für diese Kühe zu spät sein, sie werden zu alt sein und sie werden disqualifiziert sein, auf Jahre. Und dann wird Israel sehr schwer wieder Kühe finden, die für die Reinigung und Vorbereitung des dritten Tempels geeignet sind. Okay, danke, dass du das Video angeschaut hast. Abonniere meinen YouTube-Kanal, damit du keine Videos verpasst. Und unterstütze doch auch unsere Medienarbeit. Das läuft alles über Neues Leben e.V., Neues Leben Berlin, DE, eine Sekunde, DE 85 1705 2000 0940 044072. Wir brauchen dringend Partner, die uns monatlich unterstützen, weil wir brauchen auch Verwaltungshilfe. Wir brauchen verschiedene Mitarbeiter, um die Medienarbeit wirklich zu erhalten und zu erweitern. Und deswegen frage dich doch, ob du unsere Arbeit monatlich oder auch einmalig unterstützen kannst. Schreib mir gerne auch E-Mails an info@neuesleben.berlin. Ich freue mich, von dir zu hören. Und schreibt eure Kommentare, wie ihr diese Zeichen deutet. Und wenn ihr weitere Einsichten dazu habt, freue ich mich, von euch zu hören. Gottesreicher Segen und danke auch für dein Abo meines YouTube-Kanals.